Servusle, meine Lieben, und recht herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde No One Survive The Voucher und mit unserem Nameless. Ich bin jetzt auf dem Rückweg gleich, so wie ich es angekündigt hatte, möchte ich gerne mit euch heute das Auto holen. Und damit wir jetzt nicht den kompletten Weg zurücklaufen, weil dann ist die Folge rum, werde ich uns nur reinholen, wenn irgendwas Gravierendes passiert. Ansonsten ist das mein Laufweg, ich zeige es euch schon mal, ich gehe hier los. Zu diesem Speicherpunkt, ja, dass falls hier irgendwas passiert, dass ich nicht so weit habe, meine Sachen zu holen und von hier aus dann einfach kerzengerade wieder heim. Die Gegend kennen wir ja ungefähr. So würde ich das jetzt einfach mal angehen und falls ein Bär kommt, seid ihr natürlich dabei. Gott, ist der schnell. Werte sind soweit okay, müsst man schaffen bis heim und dann trinkt man daheim erstmal einen Kaffee oder so. Und dann geht's weiter. Ihr kennt das ja. Wenn ich unterwegs bin, ein paar Minuten, dann vermisse ich euch, dann hole ich euch eh dazu. Schöner Moment, ich habe einen Pilz gefunden. Bämsle, ich hab einen Pilz gefunden. Oh ja. Ja, den kenne ich. Den kenne ich. Okay, ich halte mal weiter die Augen auf. Vielleicht finde ich ja noch mehr Pilze. Denn mit Pilzen können wir uns definitiv was Gutes zum Essen machen, was unsere Kohlenhydratwerte wieder in Ordnung bringt. Jetzt war mir nur nicht mehr ganz sicher, wo war denn der Bär gestern? War der nicht hier? Ich sehe schon, ich laufe tatsächlich schon ein bisschen weiter außen. Pilze sammeln. Naja gut, ich mein, da bin ich bestimmt auch schon über 10 Stück drüber gejumpert. Wenn ich sowas sehe, nehme ich es jetzt einfach mit, ne? Ein bisschen Taschenplatz habe ich nämlich noch. Und auch die Herbs sind mir noch nicht so geläufig. Aber du siehst sie echt schlecht. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann so eine Pilzsuchsicht. Hasenfleisch? Ne, Jagdgebiet haben wir. Ich würde sagen, Jagdgebiet haben wir. Da mache ich jetzt hier keine... Ne, hier wäre aber auch ein schönes. Bloß ist es noch weiter weg. So, ich bin jetzt mittlerweile wieder auf der Straße in die falsche Richtung. Auch das kennen wir. Ich laufe jetzt hier so. Ne? Kann sein, dass ich euch nochmal kurz dazu hole. Ist das. Da ist nochmal ein Pilz, Leute. Oh, da ist auch nochmal einer. Ja, weißt du, da vergisst du. Da hinten war ein Lehmbrocken. Da vergisst du sogar für einen Moment, dass du Malaria hast. Oh, schön. Was war das? Mir ist heiß. Jo. Man zieht deinen Kittel aus. Geschwindigkeit minus 1, habe ich noch gar nicht gesehen. Es sieht schon wieder aus, als ob der nächste Wettereffekt kommt. Ich habe nämlich gerade die Dings angepasst, Leute. Ich habe nämlich gerade die Helligkeit angepasst, sodass es stimmt. Das ist wieder ein Wettereffekt. Wollen wir kurz gucken, ob das wieder so eine üble Seuche wird wie die Tage? Komm, bleib mal noch kurz mit dran. Wir werden das heute schon schaffen. Hey, das ist eine Hitzewelle, ne? Wie viel Grad haben wir denn? 31 Grad, Alter. Das halte ja sogar ich aus im Alter. Da ist wieder ein Pilz. Yo, Baby. Das wird ja eine richtig schöne. Da machen wir uns gleich mal. Ja, das ist wieder der Wettereffekt. Und weißt du, was ich glaube? Dass das hier mit dem Gebiet zu tun hat, ne? 100 Pro. Ich muss nur aufpassen mit dem Sammeln. Also, dann gucke ich jetzt, dass ich uns nach Hause schaffe. Dann werden wir die Pilze verarbeiten. Und, gehen wir das Böckle holen. Na, ich muss mal unser Nameless loben. Bei so einer Hitze, wir haben 33 Grad. Das ist so ein Sommersturm, schätze ich mal. Und mit Malaria behaftet rennt er hier durch. Der kann schon was. Ich glaube, es gibt zwei Theorien jetzt. Ich nehme an, dass das ein Sommereffekt ist. Ich hoffe jetzt, dass wir schnell zurück sind, dass wir sehen, ob daheim auch dieser Wettereffekt ist oder ob der wirklich nur in dem Gebiet stattfindet. Weil ich nehme an, dass das halt ein Season-Effekt ist. Ne? So, jetzt müssen wir am Krankenhaus vorbei sein. Wir können den Rest, glaube ich, zusammengehen, oder? Ja, wobei, so schön ist es nicht. Nö, ich hole uns unten dazu. Oder wenn der Wettereffekt nachlässt. Also ich glaube, das können wir ausschließen, dass das hier gebietsabhängiger Effekt ist. Wir sind fast zu Hause und es ist immer noch. Dann ist es ein saisonaler Effekt. Jetzt habe ich hier... Kannst du hier mit dem Dings drüber steigen mit dem Wagen? Nö. Das ist die Frage. Wie komme ich denn da rüber? Wird irgendwo eine Lücke im Zaun sein, hoffentlich. Das ist der Weg, den sind wir die Tage mal gegangen zum anderen Händler, ne? Ey, Alter, aber da freue ich mich ja schon fast ein bisschen auf den Winter. Wobei der wahrscheinlich auch eine Nummer wird. Jetzt ist hier komplett der Zaun zu. Und ich weiß nicht mehr, wo wir da rein sind. Ich könnte zwar drüber hüpfen, aber wahrscheinlich
Warte mal, ich probiere mal was. Ne, kein Zugriff auf den Wagen. Ich weiß nicht mehr, wo ich hier rauskomme, ne? Das Wetter hilft mir auch nicht gerade. Ich brauche eine Lücke im Zaun. Das wäre so wundervoll. Ich nehme an, du musst unten rauslaufen. Wenn er da oben jetzt auf weite Sicht nicht gleich endet, drehe ich rum. Dann schneide ich nochmal. Ich habe doch nicht rumgedreht. Ich hoffe, dass ich hier rauskomme. Da sieht es nach einer Verzweigung aus. Hier parallel ist auch ein Weg. Das ist ja toll. Hey. Das war die falsche Entscheidung. Es kostet alles Zeit jetzt wieder, gell? Ey, es kann doch nicht sein, dass das ganze Gebiet... Ich lasse jetzt meinen Wagen nicht hier oben. Da links kommen wir durch. Junge. Und es hört gar nicht auf. Ich mag den Sommer nicht. Ich mag den Sommer nicht. So. Ja, ja, alles klar. Kerzen gerade die Straße runter. Jetzt haben wir mittlerweile 14.16 Uhr. Na ja gut, wenn wir das Auto haben, dürften wir recht schnell nach Hause kommen wieder, ne? Wenn denn das klappt. Hier sind wir auf unseren Schienen. Brempel ist auch schon auf den Schienen gelaufen. Machen wir es ihm gleich. Schauen wir mal, ob unser Wagen nachher noch ganz ist. Kann man das jetzt schon sehen? Warte mal, ich guck mal kurz. Er hat noch volle Haltbarkeit. Bei sowas muss ich mich immer prüfen, wenn ich mich einmal im Kreis drehe. Jetzt wäre ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen. Komm, wir ziehen es zusammen durch. Ich habe ja jetzt doch einiges rausgeholt an Zeit für uns. Jetzt kommen wir rechts an der Höhle vorbei. Da wollte man die Tage mal rein. Wichtiger als die Höhle wäre aber, dass der Wettereffekt jetzt nachlässt, weil das ist ja keine schöne Spielerei jetzt. Zumal er keine Auswirkungen hat, ne? Außer die Sicht einschränkt wie Sau. Ja gut, wenn es durch den so heiß ist. Und der Nameless deswegen vielleicht tatsächlich mehr Durst hat. Okay, aber das ist ja... Ich glaube, wir sind gleich da, oder? Was machen denn wohl unsere Pflanzen? Die sind bestimmt am Arsch. Wir brauchen ein Gewächshaus. Ich glaube, ein Gewächshaus gibt es auch, habe ich gesehen. Auf Steam in den Vorschaubildern, glaube ich. Irgendwo habe ich gesehen, dass es ein Gewächshaus gibt. Wahrscheinlich haben wir es schon längst im Ding. Okay, Leute, wir sind gleich da. Er kann halt nicht schneller rennen, ne? Machen wir uns erstmal einen Tee, dass wir das Malaria loswerden. Nach der Horde bauen wir auf jeden Fall die Hütte unten so zumindest zu, dass es ein in sich geschlossener Raum ist. Weil jetzt hat er ja nichts, ne? Er kommt jetzt heim und steht trotzdem hier in der Seuche. So, ein bisschen sehen wir schon was. Hoffentlich geht das nicht kaputt bei so einem Wettereffekt. Großer Moment. Sonne ist jetzt halt normalerweise bei den Pflanzen null. Komm, da guck mal gleich rein. Ist das hier zufällig ein Herb? Nö. Beim Herb denke ich halt auch immer an der Herb, ne? Von der Two and a Half Men. Dub-dubi-dum-dudel-dudam. Hallo. Es klart gerade ein bisschen auf. Aber halt mini-wini. Pflanze ist da keine drin. Entwicklung immer noch bei 10%, keine Sonne. Das ist natürlich übel. Das ist natürlich übel. Jetzt pass auf. Richtig. Der letzte. Ich nehme einfach Ding hier raus. Okay, da ist auch nichts mehr drin. Habe ich das alles schon verballert jetzt? Ne, hier ist noch. Ich will doch gleich mal gucken, ob ich mit den Pilzen was anstellen kann. Kräuter, Pilz würde ich gerne mal probieren. Pilz und ein Kräuter. Ja, das heißt, wir würden jetzt 6,01 Kohlenhydrate würden wir jetzt praktisch hier opfern. So. Das kochen wir schon mal durch. Dann habe ich hier das da. Das würde ich unten reinlegen. Guck mal, dann machen wir das hier kurz rein. Das räumen wir auch gleich weg. Dann können wir die Lampe laden. So, ich habe einen Eintopf gebaut. Der kann 40 Kohlenhydrate und 5 Stärke. Also Pilz, Kräuter ist definitiv was, was ich gut finde. Was ich auch gern probieren möchte, haben wir... Dann haben wir mal zwei... Wie gesagt, da gibt es, demnächst schreibe ich mal welche raus, die Rezepte, die wir dann immer benutzen werden. Wir machen mal diese zwei Fleisch mit einem Pilz. Gucken mal, was rauskommt.
Viel besser wäre, glaube ich, gewesen, mit Kräutern das zu mischen, ne? Vielleicht kommen auch immer dieselben Sachen raus. Das können wir übrigens essen, bevor es spoilt hier. Reichhaltiger Eintopf war das. Proteine 30, körperliche Stärke 25 und 10 Kohlenhydrate hat das jetzt gebracht, des Dingens. Was ist denn, wenn ich einen Pilz, ein Kräuter und einen Schluck Wasser? Wow, sind das gute Essen, oder? Die volle Mahlzeit, die ist halt richtig gut. Die hauen wir uns auch rein, dann, wenn wir das Auto geholt haben. So, jetzt klart's auf. Dann kann unsere Pflanzengeschichte wachsen. Was haben wir jetzt gebaut? Gemüsesuppe. 15 Kohlenhydrate. Ja, okay. Weiß nicht, ob da der Pilz nicht verschwendet war. Ich würde uns noch einen Tee machen. Dass wir die Malaria nochmal wegkriegen. Punkte nehme ich jetzt mal mit, ausnahmsweise. Die ist noch sauber. Ich ziehe das gerade mal kurz runter. Kräutertee ist klar, den hauen wir uns gleich rein. Die Wasserflasche ist noch komplett sauber mit Wasser. Die hat einen Schluck. Ja, jetzt pass auf, machen wir erstmal Malaria weg. So, Malaria ist weg. Ich gehe mich mal waschen, dass ich sie nicht gleich wieder kriege. Jetzt haben wir ein Problem. Der zählt es hier nicht als Sonnenschein. Jetzt haben wir ein Problemchen, wenn wir jetzt losgehen, das Auto holen, weil unser Auto, ich meine, wir hatten zwar eins da vorne, aber ich habe noch eins, das ist aber ewig weit weg, das würde ich gerne holen. Machen wir es anders. Machen wir es anders, das holen wir dann morgen früh, wenn es wieder hell wird und richten uns jetzt kurz für die Horde-Nacht, ja. So, Proteine, soweit klar, Durst hätte ein bisschen, Energie, kann er ja nachher pennen, dann passt es auch, morgen hauen wir uns das Festmahl rein, dann sind wir fit. So, pass auf. Ich nehme an, dass da jetzt auch mehr kommen. Ich hätte jetzt gesagt, es macht Sinn, wenn wir uns A, einmal da vorne zuspiken und dahin flüchten, wenn das hier nicht klappt. Ich baue mal kurz das Bett ab. Ich baue es mal kurz ab. So, das ist mal Nummer 1. Ich setze es aber allerdings gleich da drüben auf. So, und Spawnpunkt muss ich auch wieder setzen, ne? Nehmen wir's. So. Spawnpunkt ist gesetzt. Ich würde jetzt gerne mal Folgendes probieren. Kann ich Foundation auf Foundation setzen? Nee, kann ich nicht. Weil das hier, das bringt uns nicht wirklich weit. Habe ich die Möglichkeit oder muss ich die Spikes abreißen, wenn ich hier noch eine dazu setzen will? Muss ich die Spikes abreißen, dann mache ich das jetzt mal eben. Ich nehme an, ich kriege da die Mats wieder. Im Moment kriege ich Sticks raus, da hängen die Dinger rum. So, ich werde gerne eine zweite... Achso, ja, aber das bringt ja dann auch nichts, wenn ich die jetzt hier hinsetze. Ja. Die jetzt hier hinsetzt und da oben hätte ich gerne eine Erhöhung gehabt. Das Problem ist nur, Foundation auf Foundation darfst du, glaube ich, nicht, ne? Ja, das heißt, ich muss mir da was anderes bauen und da habe ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ne, ich müsste sogar noch mehr. Warte mal geschwind. Ist jetzt nur mal ein Versuch, weil ich glaube... So, gibt es Treppen? Wenn ja, welche Form? Treppen und Rampen. Hier gibt es Treppen. Steintreppe kostet 10 Stein. Okay, warte mal. Ich muss die noch ein bisschen weiter weglegen. So. Das würde ich zuspiken hier. Die laufen dann hier hoch. Und dann müsste ich da hinten eine Treppe hinmachen. Kann ich die jetzt oben drauf setzen? Nur wenn das geht, macht Sinn. Nee. Die hebt hier nicht. Ja, aber... Ja, hier zeigt es mir zwar an,
das ist nicht das, was ich will. Puh, ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir daheim erstmal probieren. Ne, wir machen es anders. Wir machen es anders. Ich guck mal ganz kurz. Ich darf ja hier alles zuspiken. Ich würde nämlich einfach behaupten, je mehr... Die Frage ist, ob die dann uns... Ah. Bis hierher. Aber stellt euch mal vor, wir machen hier zu. Ja? Und ich würde nämlich dann auch mal versuchen mit den Schusswaffen vielleicht. Weil wenn da eh die Horde kommt, dann ist ja eh laut. Stell dir mal vor, wir machen hier zu, bevor die Horde beginnt. Und was ist, wenn sie hinter uns spawnt? Also ich muss es ja auch noch aufbauen. Bevor die Horde beginnt, mache ich die letzten Dinger hier. Ja, dann würde ich einfach eine zweite Front. Aber hier darf ich ja nichts machen, ne? Das heißt, es bringt uns dann gar nichts. Ich stehe hier. Wenn sie von da kommen, haben wir ein Problem. Es sei denn... Weißt du, ich brauche nur Zeit, mich zu verteidigen. Bis ich... wir haben ja nicht viele Möglichkeiten. Das muss ich mir überlegen. Ja, ich sag mal, mit der Höhe hier hinmache. Ich stehe dann in diesem Zwischenraum. Ich stehe dann in diesem Zwischenraum und schieße die weg, bis sie kommen. Hm. Hätte ich es auch da oben lassen können. Aber wie ist das ja nur angezeichnet bis jetzt? Meine Idee wäre halt gewesen, dass ich etwas höher käme. Dann müssten wir vielleicht mal probieren. Warte mal, wir probieren mal Folgendes. Eine Eisenmauer. Aber da habe ich die Mats nicht. Eine Holzmauer. Ich könnte mir fast vorstellen. Aber dann sehe ich es nicht. Ist vielleicht später cool, wenn wir die Dings einrahmen. Weißt du, wie ich meine? Keine tragende Struktur der Gegenstände, die den Bau verhindern. Okay, da ist irgendwas im Argen. Das will er mir nicht. Kann das sein, dass die noch kaputt ist? Nee. Kann das sein... Nee. Jetzt muss ich mal kurz was gucken, Leute. Dass das gar nicht geht. Mit Fensterloch. Okay, das geht schon mal gar nicht. Steinfundament habe ich. Fundament oder Balken oder Stütze. Musst du dann mit... Das muss aber das Glanz nicht sein, oder? Ach, guck mal. Ah, okay. Naja, gut. Das hilft mir jetzt insofern trotzdem nicht. Ich mach's nochmal anders. Pass mal auf, wir machen's so. Ich wollte eigentlich was höher bauen, dass wir hochhüpfen müssen, zwei, dreimal. In dem Fall würde ich es jetzt so machen, denn Spikes darf ich ja oben drauf setzen, dass ich mir einfach hier zum Schutz... Also ich stehe weiter da hinten, mach seitlich zu und versuche denen hier so ein bisschen das Gefühl zu geben. Ich weiß nicht, wie die KI funktioniert. Ey, wir laufen hier hoch und ich mache den zwei vorderen Reihen auch nochmal Spikes hin. Kriegen wir schon hin. Wir müssen uns da halt irgendwie mal was Gescheites dann aufbauen. Das ist jetzt aber nicht allzu wichtig im Moment. So Leute, das Auto war auf dem Plan und das holen wir jetzt auch. Denn morgen ist Hordenacht. Das heißt, ich muss dann Holz besorgen, das ist klar. Ich habe wahrscheinlich keinen Platz, um jetzt viel einzuräumen. Ich gucke trotzdem kurz nach. Okay, pass auf, das Ding ist ja vorbei. Jetzt ziehst du deine Jacke wieder an. Schon nochmal ein bisschen Platz. Also, dann haue ich mal eben das erstmal morgen früh. Das nehme ich jetzt mit. Das bleibt jetzt erstmal hier. Das auch. Da haben wir eine Flasche. Das kümmere ich mich dann morgen. Das mache ich jetzt hier mal rein. Das auch. Ja, komm, wir räumen kurz ein bisschen weg. Und dann gehe ich pennen und dann holen wir den Bock. Ich muss nur rechtzeitig zurück sein, ne? Sonst, wobei wir wahrscheinlich uns auch so erwehrt kriegen, könnte ich mir vorstellen. So, die würde ich noch kurz rauslassen. Das ist nämlich meine Not-Not-Not-Reserve. Das
mache ich jetzt. Ne, das lasse ich mal hier. Das machen wir da rein, sonst suche ich es wie ein Wilder. So. Die können wir auch noch anziehen. Welche hatten jetzt noch Power, die da? Die lasse ich dann hier. So, Leute, und damit wir nachher auch wirklich alles haben, gönnen wir uns, würde ich sagen, wir holen das Auto mit einem großen Benzinkübel und das Reparaturteil. Das passt, das passt, das passt. Dann haben wir hier noch sauberes Wasser, das nehme ich schon mal raus. Hier auch. Und die Herbs, wie lange heben wir die noch? Ja, nicht so lange, wie ich es gerne hätte. Jetzt kann ich eh nichts mehr kochen, ne? Komm, wir pennen kurz. Dann zeige ich euch, wo wir hin müssen. Was weiß nicht, 4 Stunden, dass wir nicht zu viel pennen. Dann ist es 2-3 Uhr morgens. Und dann laufe ich rüber und dann sind wir zum Morgengrauen dort. Machen wir das Fahrzeug klar und fahren gemeinsam zurück, oder? So, guck mal, Energie geht hoch. Wasserproblem haben wir keine. Wir haben Kohlenhydrate Durst, Kohlenhydrate Stäge. Hier, das nehme ich. Das nehme ich jetzt hier. Kohlenhydrate, Proteine und körperliche Stärke. Noch ein Schluck sauberes Wasser hinterher. Ich hoffe, ich hole mir jetzt nichts. Schlüttle Wasser. Energie haben wir. Sicher, Proteine haben wir jetzt nicht so viele, aber... Also, pass auf, wir holen... Jetzt warte mal, das ist eigentlich Blödsinn. Dass ich... Nee, weißt du was, wir können ja noch ein zweites Auto irgendwann holen. Wir gehen hier hin. Da hatten wir, glaube ich, das eine gesehen, gell? Ja, das machen wir so. Weil... Ach, deswegen habe ich noch keine Fackel gebaut, weil damals Stoff gefehlt hat. Komm, wir gucken mal. Oder haben wir sie schon gebaut und ich weiß es nur nicht mehr. Ich nehme eine Fackel. Einen Stick brauche ich noch. Ist da einer drin? Ja. Und was war das andere? 5 Fasern. Die sind ja mittlerweile, glaube ich, überall drin. 2, 5. Boah, ich baue sie in der Werkbank, kriege ich Punkte, ne? Fackel. Stick rüber. Ja, hätte ich gleich so machen können. Zack. Machen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie sinnvollerweise mir geschwind noch Tee abkoche. Aber es regnet doch, gell? Das ist die Fackel. Oh, ist das ein Lappen? Kann ich denn die hier schon mal reinmachen, dass die da vielleicht aufhören zu verderben? Weiß ich nicht. Warte mal geschwind. Kein Feuer. Achso, ja, klar. Jo, dann machen wir morgen nichts anderes wie Hortefalle vorbereiten. Plus natürlich dann mit der Horte uns arrangieren. Bevor sie durch sind, weißt du, bevor sie kaputt sind, wir können ja höchstens hier, sag ich mal, nochmal so ein Essen probieren. Fleisch-Fleisch-Herbs, dass wir das auch mal probiert haben. Jo, das passt. Passt. Vielleicht hocke ich mich auch ins Auto und fahre die ganze Nacht weg. Aber es kostet einen Haufen Sprit, denke ich mal. So, Leute. Ich nehme an, die Fackel musste dann auch in die Haupthand nehmen. Kräutertee ist auf jeden Fall schon mal nicht verdorben. Zack, machen wir mal die 2 Fleisch und 1 Kräuter. Wir opfern jetzt 10 Proteine für den Test. Guck mal, 10 Kohlenhydrate, 30 Proteine und körperliche Stärke. Also da, ja, den haben wir schon mal gemacht, den reichhaltigen offensichtlich, ne? Komm, bevor sie spoilen, ne? Morgen würde ich gerne... Die 2 Waffen, die wir haben, mal gucken, ob wir die Muni dazu haben. Wir haben ja super viel Munition auch gefunden. Und dann wäre die Idee... Oh, ich glaube, wir haben sie doch schon gesehen. Ja, auf geht's. Oh, leck mich, wo ist das Ding? Ah ne, der boxt nur, der benutzt nicht die Fackel. Gut, aber mittlerweile brauchen wir sie auch nicht mehr. Jetzt haben wir sie mal gebaut, dann wissen wir, wie sie aussieht. Also, Ziel für morgen können wir ja schon mal festlegen, bis wir beim Boxen. Ich habe alles dabei, ja.
Pfeile machen, gucken, dass wir ein, zwei Bögen haben, die stabil sind, die Schusswaffe testen. Und da, wo ich jetzt den Weg, diese Bahn gebaut habe, da werden wir schön zuspiken, links, rechts, um uns rum. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass morgen vielleicht einfach dieselbe Anzahl Zombies kommt wie beim letzten Mal, mal zwei. Weißt du, dass einfach eine Welle zusätzlich vielleicht kommt. Und das sollten wir schaffen. Ich bin mal gespannt, wie lange der Entwickler braucht, bis er diese Fallen, die er da angekündigt hat, drin hat, ne? Weil die wären halt schon cool. Aber okay, es wird erstmal auch so gehen. Jetzt hoffe ich, dass es stimmt. Da holen wir uns jetzt erstmal das Auto. Was ich noch die ganze Zeit gucken will. Müssen wir kurz reingucken. Interessiert mich einfach tierisch. Technologie. Hier. Sprit herstellen geht. Gummi, Plastik. Autoreparaturset. Also man kann sie sich selber herstellen. Dann hast du auch die Möglichkeit, mehr als ein Auto zu haben. Beziehungsweise, weil ich habe nur einen Teil gesehen beim Händler. Ne? Weiß nicht, wann das Warenangebot da durchgeht. Sonst hättest du vielleicht ein Problem, das, sag ich mal, nachzurüsten oder nachzureparieren. Das gefällt mir hier gar nicht. Jetzt muss ich nur aufpassen, wenn ich da durchbretter, nehme ich die wahrscheinlich alle mit. Dann ist es schneller kaputt, wie ich es hab. Vorne, das hier war es doch, oder? Ich hoffe, das stimmt. Den pulle ich auf jeden Fall schon mal. Ja, das raucht, das ist es. Ne, dass der Reparaturvorgang jetzt 100 Jahre dauert. Also ich muss sagen, jetzt haben wir echt mit dem Kochen und allem schon mal richtig schön was erreicht. So, Kraftstoff. 10 Liter. Reparaturkit. 50% Reparatur hat es gemacht. Das heißt, das Auto ist jetzt fahrbereit, ja? Gut, ich mache eh neue Pfeile. Ihm ist wieder heiß. Nee, du hast gar keine Malaria, ist alles gut. Zieh einfach der Jägle wieder aus. So, jetzt bin ich gespannt. Er hockt hinten drin, ist halt klar, ne? Er hat es schon gehört, das Auto. Ach du je. Okay, da kann man noch ein bisschen Arbeit und Liebe reinstecken, glaube ich. Was ich nicht war. Oh, Jesus. Nein, mein Böckler hockt hier schon. Ich habe es auf Stein gesetzt, Leute. Jetzt kommt der Zombie. Das war ein schneller Spaß. Ich muss den kurz wegmachen. Hast keine Pfeile mehr. Und der Speer hat auch nicht mehr viel Material. Ich habe den Pfeil eingesammelt, glaube ich. Nee. Scheiße. Oh, danke. Ich bin extra durch den Wald gefahren gerade, weil da vorne waren ja noch 3-4 Zombies, die du dann durch den Lärm hier lockst, ne? Bin mal gespannt mit dem Auto, ob das alles so geil wird. Jetzt haben wir es aber erstmal. Wir haben es geschafft, unser Böckle. Ich stell's mal hier an den Strand. Und ich wollte mal gucken, wie viel Platz da jetzt eigentlich war. Ja, okay, es ist nicht so turbofil, gell? Scrollen kann man es nicht. Aber hey, es ist immerhin Platz. Du kommst schneller vorwärts. Nicht sauschnell, aber schon schneller. Böcklerhammer. Perfekt. Also, nochmal nach den Pflanzen geguckt kurz. Am besten gleich so einen zweiten Kübel und mal zu Tomaten. Oh ja, da ist ein Sträuchler. 10%.
Guck mal, verdorbenes Essen haben wir eins. Ich mach's mal hier rein, vielleicht geht es auch. Nee, dann musst du Dünger herstellen. Scheiße, scheiße, das wird ja nichts mit der Pflanze. Da müssen wir besser aufstellen uns. Wo ist denn jetzt hier? Was haben wir denn hier noch so? Bin schon bei der Elektrik unten. Viel zu früh. Tiergehege, Weinfass, Bienenstock. Bienenstock könnte man, aber an Honig habe ich noch keinen gefunden. Landwirtschaftswerkbank. Ich nehme an, die brauchen wir. Da brauchst du Landwirtschaftsklasse 3. Landwirtschaftsklasse 3. Da sind wir noch super weit weg. Tja, Leute, da müssen wir den Dünger, den ich habe, verwerten. Weil im Moment sieht es halt mal so aus, als ob die ohne Nährwert keinen weiteren Fortschritt macht, ne? Hier steht auch Sonnenschein 0. Das war, ich glaube, das ist ein. Vielleicht darf man es nicht auf Steinfundamente setzen, aber Sonne ist doch, ne? Okay, das werden wir aber auch noch rausfinden. Was hat denn so ein Kübel nochmal gekostet? Ich setze mal einen unten ins Gras. 5 Ton, 5 Blanken. Ich habe das Gefühl, dass da was verrutscht ist, aber 5 Ton und 5 Blanken. Ich opfer 5 Ton, weil wir haben ja Tonvorkommen gesehen. Und wenn wir noch haben, opfer ich noch Blanken. 3 Stück. So. Gut, Leute. Unser Ziel haben wir erreicht. Ich werde jetzt dann gleich Material besorgen. Sprich, die Spikes aufbauen, die wir neu gesetzt haben. Die Steine. Ich besorge ein bisschen was. Steinkübel haben wir ja. Wie ich gerade sehe, aus dem Augenwinkel ist auch noch was drin. Das heißt Holz hauptsächlich. Dann bauen wir das morgen gemeinsam auf. Und bauen wir das morgen gemeinsam auf und gehen in die nächste Hordenacht. Und danach können wir looten gehen. Aber mal so einen richtigen Loot-Tag. Wo wir auch mal da oben in die Siedlung vielleicht reingehen, ne? So. Jetzt habe ich ihn hier in den Schatten gestellt, ne? Also ich nehme jetzt einfach mal Tomaten. Ich würde uns mal Wasser kippen. Das können wir hier kurz rausholen. Ich nehme uns mal drei. Ich mache mal überall Schmutziges rein. Ich werde eh wieder welches abkochen müssen. So, Wasser, Tomaten und ich nehme dann nochmal Dünger. Guck aber hier nochmal kurz rein, weil dann kann ich den abreißen, wenn der nicht hier stehen darf. Null Sonnenschein. Ich nehme an, dass das halt ein Problem ist. So, haben wir Tomaten? Eine Nährlösung nehme ich mal raus. Tomatensamen haben wir auch. Null Sonnenschein. Vielleicht ist aber auch das der Treibhauseffekt, wie bei Ark, weißt du? Der da angezeigt wird. Weiß ich nicht. Also ich mache eine Tomate rein. Sonnenschein 74. Dann gieße ich sie. Und dann haue ich diese Nährlösung hier rein. So. Vielleicht muss ich da noch mehr Nährlösung geben, ich weiß es nicht. So, die wollte ich eigentlich tauschen, habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, wie sicher ist denn das, dass uns das Auto nicht irgendwie flöten geht? Ich werde das nicht alles da reinhauen jetzt. Aber das kann ich ja schon mal zwischenspeichern, weil ich gehe eher mit dem Bollerwagen morgen schwindlos, ne? So, Leute, das hat noch ein bisschen Haltbarkeit. Das essen wir dann morgen gemeinsam. Das mache ich jetzt alles mal hier rüber. Tee, Malaria ist kein Problem. Jo. Also, das mit den Pflanzen beobachten wir jetzt, ob es da Unterschiede gibt, wenn ich es hier drin habe. Weil hier ist null Sonnenschein. Wenn ich es jetzt umbaue, kann sein, dass ich den Seed verliere, ne? Der sieht besser aus. Vielleicht ist es aber auch noch ein bisschen anfällig, das System, das weiß ich nicht. Gut, ich gehe rüber in die nächste Folge, bauen wir uns morgen das Ding da hinten fertig. Und dann geht's heute Nacht, ne? Wollen wir kurz den noch zusammen verbrauchen, dann kann ich ihn wieder füllen. Für mich ist es hauptsächlich ein Test,
um halt zu sehen, ob die vorgegebene Pfade. Was? Ah, ich muss wahrscheinlich von hinten nach vorne. Ob die vorgegebene Pfade nutzen, die Zombies, ne? Oder ob die dann hier vorbeilaufen. Das würde mich interessieren. Okay, meine Lieben, dann sehen wir uns morgen. Bis dann.